hat schon immer was von Urlaub. Also so. Ja. Und ich glaube, wir haben ab. Ja, kann nicht länger dauern. Verlängerung, vielleicht Elfmeter schießen, sagen wir mal, spätestens ab Donnerstag 20 Uhr haben wir Urlaub. Und vorher habe ich mich damit jetzt noch gar nicht befasst, sondern mit dem Spiel. Und dementsprechend ist die Wichtigkeit auch für uns. Und ich würde schon ganz gerne den Pokal nach Hamburg halten. Unabhängig davon, dass ich weiß, dass es schwer ist. Und deshalb ist das das Einzige, worauf wir uns wirklich konzentrieren. Gehen denn alle in Urlaub danach oder werden manche hier bleiben müssen in Sachen Neuverpflichtung oder wird das erst nach dem Urlaub für alle passieren? Also hier Lukas wird ja dann bitte was zu tun haben. Nein, aber grundsätzlich ist man nie im Urlaub. Also ich glaube, sowohl Sportdirektor als auch Trainer sind nie im Urlaub. Richtig im Urlaub. Also so, klar, ist im Urlaub, aber heutzutage gibt es ja Handy und keine Ahnung Geschichten. Also deswegen. Nur wir hatten es ja auch schon mal die Diskussion. Also so viel wird ja nicht mehr passieren. Also deswegen ist ja auch nicht so, als wären wir ein bisschen untätig gewesen und wüssten nicht, was wir machen wollten. Aber Sie meinen 20 Feldspiele in unserem Gespräch, ne? Da habe ich dann ein bisschen falsch aufgenommen. Genau. Ich meinte 20 Feldspiele. Aber es ist halt eben die Frage. Inwieweit wäre Boris Domjak wieder eine Option für die Abwehr? Ist das ein Wechsel durch den Spielfilm oder schon eine Vorgeneralprüfung? Gino und Gino wird wieder spielen. Wobei, unabhängig davon, ob Boris das Spiel richtig gut gemacht hat. Das war ein guter Hinweis auf die neue Saison. Das muss man ganz einfach sagen. Unabhängig davon, war der Gegner sicherlich auch nicht jetzt der endgültige Maßstab. Was glaube ich, den Jungen ganz gut machen, 90 Minuten schon im Spiel zu haben. Im Sendung Fußball, im Blick auf die neue Saison. Beim letzten Treffen mit MSV Duisburg lief hier die große Polizeiparade draußen. Da waren 500 Polizisten da, die über den Rasen marschierten. Das Spiel war vorher 20 Minuten unterbrochen. Warten Sie eine ähnliche Brisanz in dieser Partie oder ist alles ein bisschen tiefer jetzt gehängt, weil doch beide Mannschaften Planungssicherheit haben und auch was der Pokal angeht? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, dass die Begegnung MSV gegen RWE immer eine gewisse Brisanz hat. Ich glaube auch, dass das am Donnerstag der Fall sein wird. Ich hoffe aber natürlich, dass sowas nicht nochmal passieren wird. Sowas ganz einfach auch nicht zum Fußball gehört. Das wollen wir am Donnerstag alle nicht sehen, sondern wir wollen ein schönes Pokalspiel sehen. Mit Toren, mit allem, was dazugehört bei dem Derby. Aber so immer dann auch fair und sportlich zu bieten. Egal wie das Finale ausgeht, Sie spielen ja im DFB-Pokal. Haben Sie da schon vielleicht einen Wunschgegner? Nee, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Ich glaube, da dauert auch noch was, bis die Auslösung ist. Also, nee, wie letztes Jahr Schlagbarer. Es wie immer, ist wie immer, Herr Willem. Das ist mehr als alle anderen. Also, das könnt ihr jetzt sagen, das sagt sie. Ja, das ist schon geschickt. Wir sehen jemanden hier wieder. Wenn jemand gespielt hat. Lass uns einen Kaffee trinken. Gut, wenn man alles mit dem Gegner nicht ausmachen will. Dann bin ich wieder mal gut. Keine Frage. Dann vielen Dank fürs Kommen. Wir sehen uns am Donnerstag im Stadion.